kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Clashtor. So, hat dieser andere Fischer auch noch was zu erzählen? Da du viel zu tun hast, fehlt es dir nicht an Fischen? Ja, mein Herr. In letzter Zeit gab es hier eine große Anzahl von ihnen. Es ist seltsam, denn bis vor kurzem sind wir mit wenig Erfolg zur See gefahren. Seltsam? Warum? Ich kenne mein Handwerk und ich weiß, dass ein kluger und listiger Fisch unsere Netze immer umgehen wird. Selbst in einem großen Schwarm schwimmt er faul am Netz vorbei. Aber jetzt müssen wir nur noch ein wenig vor der Küste schwimmen und unsere Netze füllen sich im Handumdrehen. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich auch nicht. Ich habe den Eindruck, dass sie Angst haben. Dass sie vor irgendeinem Monster davonlaufen, ungeachtet der Gefahren, die von unserer Seite auf sie warten. Ist das wieder irgendeine Metapher für irgendwas? Da redet er jetzt wirklich nur über Fische. Das weiß ich gerade nicht zu bestimmen. Naja, dann kann ich hier vielleicht rein? Womit denn? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich habe ja noch einen anderen Schlüssel bekommen. Ich habe keine Ahnung, wofür der ist. Wo war denn noch eine verschlossene Kiste oder Truhe oder so? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So, pennen wir mal bis zum nächsten Tag. Ich habe ja zumindest die Möglichkeit, noch ein paar Diebstähle zu machen im Turm. Den alten Dieb da. Ja, was mit diesem Gewand ist, keine Ahnung. Hier oben war noch eine verschlossene Truhe. Aber ich bezweifle, dass... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. ...der Schlüssel hier passt. Womit denn? Das war auch zu unten, ist ja noch was. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ja, dann klappern wir mal wieder alle ab, was? Den sollte ich ja nicht sprechen. Hey, du! Das höre ich zum ersten Mal. Ja. Auch nichts zu erzählen. Dann ist ja alles wie immer. Keiner redet mit mir. Frag mich, ob ich immer noch sterbe, wenn ich da hinten an diese Tür gehe. Oder ob jetzt sich irgendwas verändert hat. Dann ist das wohl so. Hey. Er will mit mir sprechen. Es gibt Fortschritte bei einem bekannten Problem. Willst du damit sagen, dass du bereits weißt, welche Substanz das Fläschchen enthält? Sagen wir einfach, ich bin mir da fast sicher. Wie viel weißt du über Metalltransmutation? Genug, um zu wissen, dass dies unmöglich ist. Meine Kenntnisse der Alchemie sind bescheiden, aber ich weiß, dass alchemistische Umwandlungen ohne das Prinzip des äquivalenten Austauschs nicht möglich sind. Das ist wahr. Es stimmt auch, dass es bis heute niemandem gelungen ist, einen Stein der Weisen zu schaffen, der in 7 Tagen transmutiert werden kann. 7 Tage, 12 Etappen. Calcinatio, solutio, separatio, coniunctio, putrefactio, coagulatio, cibatio, sublimatio, fermentatio, exaltatio. Augmentatio, projectio und nichts. Es ist ein Hirngespinst. Eine Scharlatanerie und eine Verschwendung von Quecksilber. Ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass du, Inquisitor, so gelehrte Bücher gelesen hast. Ja, ich bin auch sehr beeindruckt von deinen Sprachkünsten. Manchmal lese ich Bücher, bevor ich sie verbrenne. Verzeiht mir, Inquisitor. Du willst doch nicht etwa sagen, dass Alcero den Stein der Weisen in dieser Fiole aufbewahrt hat, oder? Natürlich nicht. Trotzdem.
Was ich in dem Fläschchen entdeckt habe, ist ein Versuch, das Prinzip des äquivalenten Austauschs zu umgehen. Die alchemistische Natur dieser Substanz beruht auf dem Prinzip der Wechselwirkung oder der Katalyse. Ein anderer, noch fehlender Bestandteil könnte unter dem Einfluss der Substanz in der Ampulle zur treibenden Kraft für eine Transformation der partikularen Art werden. Insbesondere? Die Theorie spricht von zwei Arten der Transmutation. Ein Universalmittel, mit dem alle unedlen Metalle in Gold umgewandelt werden können. Und partikularistisch, sodass nur ein Metall, höchstwahrscheinlich Blei, in Gold umgewandelt werden kann. Der Stein der Weisen ist die Quintessenz, der Haar, die Kombination der Energien der vier Elemente. Die Phiole enthält die Essenz dreier: Luft, Wasser und Feuer. Wenn ein geeigneter Stein gefunden würde, der die Essenz der Erde enthält. Ich weiß nicht, womit ich dir sonst noch helfen könnte. Es war nicht die Alchemie, die mich ins Kloster brachte. Ich verstehe das, Inquisitor. Aber wenn du mit Bruder Juventin über die Steine sprechen würdest... Nun, vielleicht, wenn du Zeit hast. Ja, wenn du Zeit hast, dann spreche ich mit Juventin über die Steine. Schön, dass immer der Bruder genannt wird, der auf der anderen Seite der Insel ist. Hey, du! Hey, du! Warto? Hey, Till! Hey! Oh, ich denke mal, das können wir dann dem Dieb bringen. So, wo geht es denn jetzt nochmal am schnellsten dahin? Hier lang? Ich glaube, hier lang geht's relativ schnell. Mit dem Dieb alles abgeben hier. Hey. Auch nicht. Ach, die fünf Brüder am Turm. Ach Mist. Tja, dann muss ich da wohl nochmal hin. Weißt du, dass es eine Ermittlung gegen Alkero gibt? Das weiß ja jeder. Auch wenn ich mich von der ganzen Angelegenheit etwas distanziert habe. Warum? Weil ich ein Freund von Alkero war. Oder vielleicht, weil ich mit meinem Geist weiter reiche als andere. Und genauso weit wie er. Ich muss dich nach dem Stein fragen. Schon die Tatsache, dass du weißt, wen du danach fragen musst, zieht schwarze Wolken über meinen Kopf. Wie hätte ich wissen können, dass du mit dem Fall des Alchemisten in Verbindung stehst? Volusian. Volusian. Er ist wie eine giftige Schlange in sanften, beruhigenden Farben. Höflich, kultiviert, manchmal zu Unrecht bescheiden. Aber ich habe keine Angst vor ihm und auch nicht vor all denen, die sich alle Mühe geben, Alkero, den Obersten, zu treffen, bevor er seine Arbeit beendet. Solange der verräterische Dolch noch unter der Soutane des Klosters steckt, kann und will ich dir nicht helfen. Alkero hat etwas zu verbergen. Nach dem, was er schrieb, schien es so, als ob niemand es jemals finden würde. Warum? Ich bin dir dankbar, dass du seine Leiche gefunden hast. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn du das nicht getan hättest. Ich hätte unbequeme Fragen vermieden, die ich dir nicht beantworten kann, Inquisitor. Wovor hast du Angst? Die Folgen? Der Tod? Warum willst du mich nicht in Ruhe lassen? Heronius ist tot. Es ist sehr merkwürdig, dass er kurz darauf in einen Wolf verwandelt wurde, nachdem ich festgestellt hatte, dass er die Wahrheit über Alkero und seine Verbindung zu Clotin verheimlicht hatte. Willst du der Nächste sein? Heronius ist tot? Nur Schweigen kann mich jetzt schützen.
Solange sie nicht wissen, was ich weiß, bin ich in Sicherheit. Du irrst dich. Nur die Wahrheit kann dich schützen. Und ich. Du musst mir die Wahrheit über den Stein sagen. Ich hoffe, du hast mit Clotyn nicht über den Wolf gesprochen? Ich habe mir einen Rest von Vernunft bewahrt. Er ist der Einzige im Kloster, der zu einer solchen Verwandlung eines Menschen fähig ist. Er verwischt die Spuren. Meine Vermutung beginnt sich in Gewissheit zu verwandeln. Die Frage bleibt, warum? Alkero starb, weil er an der Verwandlung beteiligt war, richtig? Ja. Was er tat, war sehr gefährlich für das Kloster. Auch Clotyn hat nur Befehle befolgt und Hieronius war sein hilfloses Werkzeug. Es ist gut möglich, dass er in seinem Opiumrausch direkt zum Tod von Alquero beigetragen hat. Das spielt eigentlich keine Rolle. Willst du damit sagen, dass Clotyn von jemand anderem kontrolliert wird? Von wem? Ich weiß es nicht. Ich weiß nämlich nicht, wer jetzt der Schatzmeister des Klosters ist. Worum geht es hier wirklich? Es geht um Gold. Es geht eigentlich immer nur um Gold. Das Kloster deponierte einst seine Goldreserven in der königlichen Schatzkammer. Zum einen, um sie vor Plünderungen zu schützen. Und zum anderen, um sich die Gunst des Königs zu sichern. Das verschwenderische Leben am Hof und die Kriege, die mit allen geführt wurden, kosteten viel Geld. Der König borgte sich mit Wissen und Zustimmung des Klosterrats und des Schatzmeisters riesige Summen aus dem, was der Orden einst in seiner Schatzkammer deponiert hatte. Gleichzeitig wuchs natürlich auch der Einfluss des Klosters auf den König, sein Gefolge und die Staatspolitik. Unter dem Glanz der Paläste und Patrizierhäuser der Hauptstadt verbirgt sich das Elend. Ich nehme an, das Gold des Klosters ist jetzt das Einzige, was das Land am Leben erhält. Ja, aber wie lange wird das so bleiben? Noch für eine sehr, sehr lange Zeit, Inquisitor. Und der Einfluss des Klosters wird weiter zunehmen. Der König ist nicht mehr jung und sein Sohn ist leichtsinnig und leicht zu führen. Wenn Alquero eine Methode der Transmutation entdeckt hätte, und sei es nur eine partikulare. Ganz genau. Dies wäre vor niemandem zu verbergen, insbesondere nicht vor dem königlichen Hof und seinen Spionen. Das Gold des Klosters hätte über Nacht keinen Wert mehr. Ja, sein Strom, der zum König und zum Staat fließt, wird durch einen goldenen Damm aus umgewandeltem Blei oder Eisen gestoppt. Alquero würde wahrscheinlich das Kloster verlassen. Und selbst wenn das Rezept erhalten bliebe, wäre der Zugang zum Rohstoff mit Sicherheit unterbrochen. Auf der Insel gibt es keine Nutzmetalle oder deren Erze. Es gibt weder Eisen, Blei noch Silber. Alquero träumte wie jeder Alchemist davon, das Geheimnis der Transmutation zu besitzen. Er musste sterben, weil er der Wahrheit zu nahe war. Er war gefährlich für das Arrangement, das den Hof und die Hauptstadt in den goldenen Fängen des Klosters hielt. Was wäre, wenn ich bestimmen würde, wer jetzt der Schatzmeister ist? Das würde Alquero zwar nicht wieder lebendig machen, aber es würde klar werden, wer seinen Mord angeordnet hat. Es ist gut, den Namen deines Feindes zu kennen. Was glaubst du, warum ich hier meinen Schmuck verkaufe? Ich war der vorherige geheime Schatzmeister, bis der Rat mich entließ und mich hierher in diese Hütte am Rande der Gesellschaft schickte. Ich konnte nicht länger ein Freund von Alquero sein. Volucian hat mich jedoch wegen des Steins direkt an dich verwiesen. Volucian ist ehrgeizig. Sehr ehrgeizig. Doch die Ehre des Ordens und des Klosters ist ihm wichtiger als Gold. Er befolgt die Anweisungen des Rates nach bestem Wissen und Gewissen, während er seine eigenen Interessen vertritt. Glaubst du, dass er die Experimente von Alquero nur aufdecken will, um sich vor dem Rat zu beweisen? Alqueros Tod und seine Folgen sind für ihn ohne Bedeutung. Er will alle alchemistischen Geheimnisse von Alquero herausfinden, um dem Rat Bericht zu erstatten und darauf zu warten, dass der Rat ihn in Anerkennung seiner Verdienste zum Mitglied macht. Warum hat er dich nicht selbst nach dem Stein gefragt? Weil er weiß, dass ich ihm niemals die Wahrheit sagen würde. Wenn du herausfindest, wer der Schatzmeister ist, werde ich in Betracht ziehen, dir das Geheimnis des Steins anzuvertrauen. Ich glaube, er wohnt im Turm. Sein Zeichen ist der Taler. Eine lange nicht mehr benutzte Münze aus der Zeit, als das Kloster noch weit von hier entfernt war. Ich meine einen echten Taler und es gibt nur einen solchen. Ich muss sicher sein, dass er authentisch ist. Ja, da bin ich mal gespannt. Okay, es geht wie immer nur um Gold. Aber das ist ja wieder eine andere Baustelle als die, wo wir eigentlich dran arbeiten, oder? Oder ist das am Ende auch alles wieder zusammenhängt? Okay, der hat auch noch was. Hey, du! Wo hast du das denn schon wieder her? Ich weiß
Hey. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wir können nur abwarten. Ja, er hat den Taler, okay. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Aber mir fehlt dann doch immer noch... Wo hast du das denn schon wieder her? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Irgendwas, oder? Da kann ich jetzt zum Dieb gehen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Den kann ich nicht bestehlen. Ich versuche einmal zum Dieb zu gehen, weil ich weiß nicht, ob das... ob dieser Taler jetzt auch schon ein Zeichen ist. Nee. Muss es noch einen weiteren im Turm geben. Hey, du! Du wirst überrascht sein, wenn ich dir sage, wer den Taler hatte. Es ist niemand aus dem Turm. Wie meinst du das? Wer dann? Lacrimon. So ungefähr. Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass er mich hier überhaupt nicht beachtet. Was bedeutet das wirklich? Es bedeutet nur, dass wir es entweder mit einer weiteren Symbolfigur zu tun haben oder mit jemandem, der sich seit Jahren geschickt unter der Maske eines Rübenpflückers versteckt. So oder so? Jetzt müssen wir den nächsten Schritt tun. Der Taler ist echt und du musst dich bei Volozian wegen des Steins entschuldigen. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt, jetzt bin ich dran. Hier ist der Stein, der seine Kraft aktiviert, wenn er mit der Substanz aus der Fiole kombiniert wird. Zumindest glaube ich das. Hattest du ihn die ganze Zeit bei dir? Nein, aber als du nicht hier warst, hatte ich Zeit, ihn aus einem Versteck zu holen, das niemand jemals finden darf. Gib ihn Volozian zurück, aber du musst dir eine plausible Geschichte ausdenken. Was passiert, wenn Lacrimon merkt, dass er den Taler nicht mehr hat? Vielleicht sollte ich ihn ihm zurückgeben. Es ist zu gefährlich für dich. Ich kümmere mich selbst darum. Okay. War immerhin irgendwelche Fortschritte. Das Problem ist, weil das ja alles so verzweigt und verworren ist und ich hab mir das schon gedacht. So viele unterschiedliche Dinge hier parallel am das Laufen sind, vorher gewusst. Verliert man echt den Überblick. Zumindest geht es mir schon seit einigen Folgen so, dass ich das Hauptziel so gar nicht richtig begreife. Kann ich denn hier noch aus dem Turm bestehlen? Irgendjemand fehlt doch noch. Hey, du! Deine Intuition hat dich nicht im Stich gelassen, Volozian. Das Gespräch mit Juventyn über die Steine brachte ein Ergebnis, das meine Erwartungen weit übertraf. Willst du damit sagen, dass du weißt, was der Stein ist und wo man ihn bekommt? Ich möchte sagen, dass ich den Stein habe. Und frag mich nicht, wie ich ihn bekommen habe. Wir Diener der Inquisition haben eigene Methoden, die keine Spuren auf dem Körper, aber tiefe Wunden in der Seele und im Geist hinterlassen. Lass dein Gewissen ruhig bleiben. Er wird sich an nichts erinnern, aber es wäre gut, wenn niemand für längere Zeit seine Einsamkeit stören würde. Dies könnte sowohl für ihn als auch für den Besucher unvorhergesehene Folgen haben. Verstanden, Inquisitor. Was ist mit... Ah ja, hier ist der Stein. Der schwarze Stein. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich werde von anderen Angelegenheiten in Anspruch genommen. Hey. Hey. Immer wenn ich eine Quest abgebe, bin ich nachträglich noch verwirrter, weil ich eigentlich mir jetzt irgendwas anderes erhofft hätte. Hey! Ist hier denn noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Ihn kann ich ja nicht bestehlen, oder fehlt mir da eigentlich einfach noch das Geschick dafür? Die anderen habe ich ja alle bestohlen hier. Wer gehört denn noch zum Turm? Ah, wahrscheinlich dieser Wachmann, der jetzt oben
bei der Gruft steht. Warum ist er eigentlich nicht zurückgegangen? Es macht doch gar keinen Sinn, dass er da ganze Zeit ist. So, und kann ich... Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, ich wette, es ist die Wache. Dann versuchen wir jetzt das nochmal und vielleicht kann ich auch nochmal mit diesem Juwelier da sprechen. Das hat er doch vorher gewusst. Ja, es war klar, dass er es ist. Okay. Kann ich jetzt auch zum Dieb gehen? Wir können nur abwarten. Wo hast du das denn schon wieder her? Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich dachte gerade, ich hätte da irgendwas Komisches gesehen. Hey! Du! Ich denke, das sind die Gegenstände, die du gemeint hast. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich hervorragend. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Du wolltest mir wohl eher etwas anderes sagen. Wer trug diese Gegenstände bei sich? Nepomuken, Septimius, Elidius, Severian und Clothyn. Septimius, äußerst interessant. Was ist das eigentlich? Ich weiß es noch nicht. Aber ich werde es herausfinden. Sicher ist nur, dass fünf Finger eine Faust bilden. Wir werden in Kürze auf dieses Gespräch zurückkommen. Fünf Finger machen eine Faust, habe ich schon mal von jemand anderem gehört. Ja, irgendjemand hat das gesagt, aber ich weiß gar nicht wer. Hey. Komisch, dass der jetzt auch wieder nichts zu erzählen hat. Ich dachte wirklich, dass es da weitergeht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, dann versuchen wir jetzt mal wieder mit allen zu sprechen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Hey, du! Man weiß ja nie, wo es weitergeht. Weil oft tun sich dann ja noch irgendwelche Nebenquests auf, die dann wieder mit anderen Sachen verwoben sind. Ich hab mir das schon gedacht. Wir können nur abwarten. Na, warum ist hier noch irgendwas drin? Ja, nur dieser komische Goldteller. Vielleicht war der Teller auch der Hinweis schon mal auf diese Sache mit dem Alchemisten Alkero. Der war ja auch aus Gold. Vielleicht war das so ein Indiz. Aber wirklich viel sagt mir das jetzt ja auch nicht. Muss ich auch wieder schlafen gehen, damit Zeit vergeht? Das höre ich zum ersten Mal. Meine Meinung will ja keiner hören. Das kann ja nicht ewig so weitergehen.
Hey, Till. Ja, er sagt was. Warte, edler Inquisitor. Ich traue mich nicht, das zu fragen, aber... Was soll ich noch für dich tun? Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass meine finanzielle Situation nicht die beste ist. Und mein Aufenthalt im Kloster verspricht länger zu werden, als ich dachte. Ich denke, ich muss einige Dinge an die örtlichen Händler verkaufen, von denen ich mich unter anderen Umständen niemals trennen würde. Ich kann verstehen, dass dies für dich beunruhigend sein muss, Inquisitor. Ich bin bereit, dir ein privates Darlehen in Höhe von 1000 Goldstücken zu gewähren. Natürlich nicht rückzahlbar. Ich glaube, dass du auf diese Weise etwas Zeit sparen kannst, die du für andere Dinge verwenden könntest. Ja, aber warum? Warum? 1000 Goldstücke. Ja, hier ist die genannte Summe. Ich denke, ich kann etwas Zeit erübrigen, um das heilige Kloster und insbesondere dich weiter zu unterstützen. Es geht um die fragliche Transmutation. Ich möchte, dass du den Versuch persönlich unternimmst. Ich verstehe das nicht ganz. Du scheinst ein viel erfahrenerer Alchemist zu sein als ich, Volucian. Es geht nicht um Erfahrung, sondern um Befähigung. Die Klosterregel verbietet ausdrücklich Experimente zur Metallumwandlung durch ein Mitglied des Ordens. Alquero hatte bereits mit Beginn seiner Experimente in unentschuldbarer Weise gegen diese Grundregel verstoßen. Und er verhängte eine wohlverdiente Strafe dafür. Ja. Inquisitoren sind nicht an diese Einschränkung gebunden, insbesondere wenn es darum geht, eine Verneinung oder Bestätigung des Stands der Dinge zu erhalten. In der Tat. So komme ich der Wahrheit auf die Spur. Einverstanden. Ich bin dir sehr dankbar, Inquisitor. Ich übergebe dir daher einen Stein, eine Fiole und einen Bleistab, der als Transmutationsmaterial verwendet werden soll. Ich werde diese Aufgabe sehr ernst nehmen. Ich verlasse mich darauf, dass du mir die relevanten Ergebnisse des Experiments unmittelbar nach dessen Abschluss mitteilst. Steck die Waffe weg! Ein goldener Stab. Ist es das, was du erwartet hast? Es hat also funktioniert? Ist jetzt... Nein. Dieser Stab ist alles, was von der Transmutation übrig geblieben ist. Sowohl der Stein als auch die Substanz der Katalyse sind verschwunden. Das war's. Es wird kein Gold aus Blei mehr geben. Die Quintessenz erwies sich als einmaliges alchemistisches Phänomen. Naja, wie du siehst, können die göttlichen Gesetze in einem einzigen Akt der Missachtung verletzt werden. Aber sie können nicht geändert werden. Das ist der Lauf der Dinge, Bruder Volucian. Was hast du jetzt vor? Ich betrachte die Ermittlungen gegen den Alchemisten und seine Forschungen als abgeschlossen. Wir werden nichts mehr darüber erfahren, was er getan hat oder wer zu seinem Tod beigetragen hat. Ich werde dem Rat den goldenen Stab mit dem Bericht überreichen. Was Vitalius betrifft, sag ihm bitte, dass seine Aufgabe beendet ist. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er zum klösterlichen Alchemisten ernannt und kann die mit diesem Amt verbundenen Pflichten wahrnehmen. Im Turm wird er vorerst nicht gebraucht. Und noch eine Sache, Inquisitor. Das Ergebnis des Experiments oder auch nur die Tatsache, dass es durchgeführt wurde, könnte in den Köpfen einiger Brüder Verwirrung stiften und sogar unnötige Fragen aufwerfen. Schweige in dieser Angelegenheit, Inquisitor. Ja gut, dann können wir dem ja jetzt Schad geben. Der goldene Stab, das einzige Produkt der Transmutation nach Alkeros Rezept, ging an Volucian. An seinem Gesichtsausdruck konnte ich nicht erkennen, ob er erfreut oder verzweifelt war. Diejenigen, für die das Gold des Klosters in der königlichen Schatzkammer der Schlüssel zur Macht ist, können jedoch beruhigt sein. Naja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter und rätseln weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Die Folge ist jetzt vorbei, doch morgen geht es weiter, sei bereit. Denn morgen gibt es wieder Coffee bei Jungen Sohn.